Reparaturkette. Und jetzt von Raum soll liegen geblieben. Heute Nacht noch.
denn das für ein Scheiß jetzt? Zweiter Auftrag, Bremsbeläge.
Fight for your right. Alles locker, ey. Mann, 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 das wird überhaupt so fahren. Stört's halt nicht, ne? Guck
kurz mal verschoben.
Bremse. Hinterrad fertig, Vorderrad. Jetzt dran. Unlimited. Thank you.
So, Bremse eingestellt vorne hoch, haben wir fertig. Schalter hoch angestellt. Der Mensch. Ja. Wolfgang. Alles schick? So. Schön. Ist da ein Auftrag gestern, wa? Ja, kam ja noch ein Auftrag. Habe ich gesehen. Ich war um 10 Uhr, um 10 Uhr war ich ins Bett, ja. Kam noch ein Auftrag denn drin? Nein, ich dachte nicht. Ich bin dann abgehauen, ich hab den noch mit den Hunden eingesehen. Und die Olle, da wirst du gesagt, hätte da. Ja, und? Das hat die ja nicht mitgekriegt, dass er nicht weg ist. Weder die Tochter, die Eltern, die Schwede, die ist auch schon, dann hätte ich gesagt, 10 oder irgendwas. Ja. Ich sag, eh, nach dem Krieg. Da hat er gesagt, wo ist das denn? Da hat er gesagt, meine Bekannte oben Bescheid zu haben, wa? Ich habe gedacht, ich bin mir ja ein kleiner Obolus, der ist vielleicht mal wert, wa? Was? Natürlich, das ist die Mauer, das ist die Hundemauer, wir fast haben, wa? Wenn der weg gewesen wäre, und dann, der mache ich, der mache ich, der baut die Eier, weil meine Hunde waren weg, wa? Ah, na ja, ich meine, ich sag ja, die ist ja wieder so schusslich, die Olle, wa? Oh, da ist ja nicht schon. Ich wüsste nicht, schon mal hier war und gedacht habe, die Dalle da, wo die Hunde waren. Alles klar, ja, das ist schön, wüsste. Hei, hei, hei. Sag mal, was die PZ verstehen wird, da hier sind sie langsam. Vor 9:30 Uhr, damit wird dann der Kämpfer eigentlich kommen. Genau, ich bin mal. Ja. Oi, oi, oi. Irgendwann Mittagessen und dann haut ab. Grundstück. Ha? Auf Grundstück. Ja. Was regelt Piez mit anfassen? Da sagt man noch so, naja, ist. Macht er eine Sexparty da oder was? Nee, das ist für die harten Männer. 20 Uhr für die harten Männer. Naja, so ungefähr. Die nicht wollen, die gehen nach Hause und dann wie andere, dann gehen die, da kommt der Whisky ran und dann kommt die harte Sache, das meine ich. So. Ja, ja, ja.
Du bist immer fleißig am Saufen. Ich ja? Nee. Ach. Jetzt war ich schon wieder mal durch, die Autos halt. Mit was? Die Autos, die Autos. Der will rein, der raus, der lässt hier nicht drin. Der hat alle klärt. Bla bla bla. Kam der da. Dann kam der mit, der hat der den Chef Führer nach Hause, der hat alle blockiert, wie er da drin. Kommt die Ola mit ihren Penner, ihre Autos hier, falls sie sich im Reich und nur noch den Platz weg. Ja. Ja, da sind da schon fast drei Bahnhöfe, wenn du so lange hinkommst. Ja, so. Ja, der Markt ist ja nun schon eine Weile hier. Ja, klar, aber ich meine, muss ja die wollen, der nicht so weit wegfahren. 100 Jahre. Wenn das Ding stehen, muss ich dann nicht schnell am Montag und dann wieder hier anfahren. Ja, Hauptsache, die haben keinen Fisch drin, wa? Wieso? Ja, wenn sie den eine Woche lang hier stehen lassen? Ja, ja, das steht ja, ja. Das ist voll von mir, weil der Alte. Da wollte er mal Fisch haben. Den anderen haben von dem Fisch gut. Ich dachte, da ist viel, na, wie gesagt, das ist auch mal gemacht. Jetzt nicht so viel. Rubbel doch ja nicht. Du regst dich immer so? Na ja, das ist doch wahr. Best of Wolfgang. Best of Wolfgang. Ich meine, was halt, ich krieg mich auf, das ist doch so. Wie soll ich dir das erklären? Jeder will es nutzen. Alles wirklich. Ja, die Baumscheibe will auch keiner nutzen. Jeder Hund will die Baumscheibe ja, nutzen. Die Ecke da, ja, aber trotzdem, ich meine, man kann ja mal so sauber machen. Oder nun ist ja nicht, dass die mal sauber macht. Sonst sind ja Leute, naja, die nicht sauber. Naja, wer macht denn nicht sauber? Man macht ja keiner sauber. Macht keiner sauber, richtig. Das, da kommt jeder. Ja. Na, mach das doch mal. Mach doch mal eine Initiative. Wir retten jeder die Baumscheibe. Jeder mal Spaß haben, die ganze Sanderstraße, also von mir herum, Schingelstraße, wie der Junge Scheiße riecht. Weiß ich doch, ich kenne das doch. Ja, haben Sie schon mal im Fernsehen mal gemacht, schon vor Jahren. Ich mach doch auch hier die Hundescheiße, ja, Mann. Das ist normal. Weiß ich ja, aber ich kenne das gut. Wir haben mal den Meckern oder wissen Sie, da unten, aber es war auch nicht mal was, oder wenn ich weg, ich hab nicht dabei oder sowas. Zeig her die Titelseite. Moment, was ist hier los? Ja, nicht davon, nicht andere Zeitung. Titelseite. Titelseite ist hier. Das ist die Rückseite. Und Tommy, hier ist sie hier. Päckchen liegt bei Nachbartonne. Päckchen liegt bei Nachbartonne. Also so was Idioten, ich weiß nicht. Wollen Sie die Pakete in die Arme? Das ist geil. Das ist geil. Tilo Hase sieht in die leere Tonne das Altpapier samt Paket mit neuer Sportbekleidung ist weg. Ja. Hermes Brote war hier. Wir konnten ihre Sendung zustellen. Blaue Tonne, danke. Bei Nachbar blaue Tonne findet. Ja. Leider war die Müllabfuhr schneller. Was für ein Scheiß, ey. Ja, da logisch, ja. Das ist alles so nicht. Alles so nicht. Idioten, weiß ich. Mein Gott. So was steht Titelseite. Ja. Aber ich will öfter so eine Scheiße drin. Ja, da steht nur Scheiße drin. Eigentlich war der öfter. Ja. Vielleicht geht's ab. Bewölkt, wechselhaft, aber meist trocken. Naja, ja. Ist doch schön, wenigstens. Ja. Moin. Ja. Aber ich sehe das Wetter noch ja nicht.
Na gut, aber wenn für dich ist es gut, wenn heute Morgen so bleibt und Sonntag. Na, das wäre schön, ja. Ich werde mal das Rad muss ich reparieren. Ich repariere erstmal das Rad. Also gut, wir sehen uns erst. Wir sehen uns später. Achso, ja, komm ich Montag. Noch mal kurz vorbei, weiß ich noch nicht. Montag, dann sehen wir uns am Montag. Dann sehen wir uns am Montag wieder. Ja. Komm erst, hallo. Ich komme ja mal Sonntag Vormittag nach Hause, irgendwann muss ich mir meine Stimmung sogar lecker sehen. Mit deiner Kamera jetzt hier. Ja. Der Wolf ist geht weg. Ich denke, die anderen, was wir erst dann gemacht haben, wa? Warte, na ist doch gut. Was ist einer da, du? Was? Die Kumpels nicht. Nö. Kommen alle noch? Ich habe das gestern noch nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Alles müsste da oben gelappt und die rote Lampe war nicht, dass ich alle dunkel. Ah ja. Ach, Wolfgang. Ach, Wolfgang, was ist nur los mit dir? Wolfgang, was machen wir? Wolfgang, was ist los mit dir? Mann. Wolfgang, der trinkt gern Bier. Wolfgang ist wieder hier. So, ich wollte Nummer 4. Bier. Hier. Guten So, Mietrad mit Speichenbruch haben wir. Werden wir das schnell mal austauschen. Ich mach meine Kamera hier. Papa, meine Tochter ruft mich. Grüß Sie. Ja, ich komme gleich. Ja.
Tja, Speicher hin und gut. Fertig ist das bestimmt hier. Fertig, das Wort. Speicher ist drin. Jetzt gehen wir Tochter gucken. Was ist denn mit der Lampe hier hinten? Ich meine, die funktioniert ja, wa? Solange sie funktioniert. Funktioniert nicht. Funktioniert. Ich gucke Tochter. Kino da. Mein Kino da, ist Kino da.
Videosichtung heute. Die Festplatte ein bisschen leerer machen. Matthias Schallnau. Da haben sie wieder einen umgefahren von einer Kreuzung. Offensichtlich gab es da einen Unfall. Wieder mal. Wir gehen aber nicht hin, ich setze mich jetzt raus. Polizei hat alt abgesperrt, traurig. Oh, ja. Oh, hier ist was los. Da steht Polizei. Da steht Polizei. Motorradfahrer. Muss dann eben mit dem Kind da lang gehen. Oh, Scheiße. Motorradfahrer. Ach ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob er drüber gefahren ist. Motorradunfall. Ja. Das ist mein Scheiße. Oi, oi, oi. Musst du Motorrad fahren? Du musst ja. Das ist ein Krankenhaus. Hat er kein Motorrad? Hat er das neu? Ich meine, es war eine neue Maschine, aber. Das war die noch. Ja, 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 so, da hat sie mehrere Versionen? Die hat mehrere Versionen, ne? Das muss natürlich hier gekonnt sein mit diesem Abbiegen, wenn die Ampeln schalten und so weiter und so fort. Ach, das ist nämlich dieses Englische da oder Amerikanische, was sie hier eingeführt haben. Damit kommen viele nicht ganz klar. Da kannst du nämlich, da fährst du nämlich, glaube ich, hinten irgendwie lang und nicht vorne. Oder das Auto, nee. Das Auto, da ist ja nichts passiert. Das Auto ist, das halt, sag ich ja, das sieht so komisch aus, weil es vorne links ist, die vorne rechts ist, das total scharf, und die Vorderräder sind da links eingeschlagen. Ui!
gemischt. Ich glaube nicht, dass der, oder sie hat doch mal mehr Kinder, oder? Das Ding sieht richtig schlimm aus, die Maschine. Richtig schlimm. Ja. Tank abgerissen, alle rausgerissen. Kann das sein, dass sie lieber nur rot gefahren, oder was? Der kam von hier runter, oder was? Kann man nicht mehr sehen. Filmen wir mal weiter, wa? Zeigen Sie mal her. Der sagt zu mir, na zeigen Sie mal her. Ich mach so, ja, eine Stunde, zwei Stunden schon an. Naja, jetzt haben sie aber auch zu uns gefilmt, meint er noch so. Zeigen Sie mal her. Dann mach ich so. Und dann jetzt haben sie uns auch gefilmt. Und so, na, wenn ihr nicht wollt, dann schneide ich euch raus. Wieso sind die so doof? Wieso ist die Polizei so doof? Ich meine, ich hab ja nicht gehindert. Ich bin nur so. Und dann hat er mich ja schon zurückgerufen. Und dann hat er ja mehr behindert. Als du, bla bla, hinten auf den Sack alles. Ja, Leute, die mich mögen. Ach so. Na wie, ach so. Ach ja, ach nee, ach wie, ach was. Geht mir auf die Eier. Das Ganze hier sei ja. Du bist aber lange nicht gern. Abschlepper. Gefängnisstrafen. Ja, völlig in Ordnung, sollen wir machen.
will ja gar nicht machen, aber das ist immer eine Situation, so in der Straße passiert. Vielleicht sorgt das ja irgendwann dafür, wenn das hier bekannt ist, macht das auch nicht nur in so einer Compilation irgendwie so, Auto und Säge und Deppen und so, sondern so. Das wird hier auch mal nachgehen. Lass sie mal vorsichtiger hier langfahren. Das ist eine Dreifahrzone. Wir müssen hier nicht mit 90, 100 hier lang. Oder hat es schlimmer aus? Dem Typ geht's ja nicht gut wahrscheinlich. Rettungsstelle haben, ne? Du hast das gesehen? Ja? Ja. Ach so, sorry. Ja. War das nicht? Also, ja. Wir fahren mit dem Zeitsprung. Wenn das der Typ ist, der hier immer nachts hier lang heizt, wissen, abends immer? Wünscht man ja kämen, ey. Ich habe den schon einmal warm gemacht, der steht schon wieder. Muss ja Bescheid sagen, wenn das ist. Aber Dennis kommt heute, und sonst mir sicher auch nicht. Achso, gestern hat er eine SMS geschrieben, dass er in Müllheim ist oder so. Wieso? Kommt er heute? Ich weiß nicht, hat er gestern geschrieben, ich bin in Müllheim, ich komme nicht mehr oder irgendwie so. Ich muss eine Vertretung machen. Wenn ich keinen Arbeit eine Vertretung mache, dann... Sonst das mal schreiben per SMS. Dann ab dem Samstag, wo wir wegfahren, bis zu den einschließlich dem Montag, wenn wir wieder ankommen.
Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Eine Million Kameras. Ein wenig was. Ach, Deck, komm. Noch zu sichten. Schönes Wochenende, es gibt auch noch freundliche Leute. Das hilft mir nicht daran, mein Dach zu sorgen. Also, weg damit. Er muss ja nicht euch inkognito. Inkognito, ja.
Karo-Werkzeug. Und? Obwohl ich es lieber gerne behalten würde. Tolles Ding. Jo, das ist doch schön. Ja, vor allem man kommt damit doch mehr enge Stellen durch, als man denkt. Das wollte ich gehört.
Moin. Aber irgendwie, oder? Na, platt. Hast du es geschafft? Nee, Tommy, das ist, das ist glaube ich, Altersschwäche. Aber jetzt war ich, der war so ein bisschen, war noch drauf. Habe aber gemerkt, wenn ich mich drauf setze, wenn ich über den Bordstein fahre, dann komme ich schon mit dem Gewicht auf die Felgen. Da habe ich gesagt, nee, steig ab. Bin dann in den Rest gelaufen, bin zurück, wollte an die Tanke aufpumpen, habe das dann aufgedreht. Aber der hat nicht den Adapter gehabt. Mhm. Und dann ist schon die Luft entwichen. Aber nichtsdestotrotz müssen jetzt, ich pumpe jetzt nochmal auf, mal gucken, ich hoffe, da ist kein Loch drin. Nichtsdestotrotz müssen jetzt die nächste Woche oder so, müssen wir mal dieses andere Zeug da drauf machen. Brauche ich ja jetzt langsam auch. Hat das gequetscht da vorne, ey. Ich bin gerade gekommen von da und dann dachte ich, das ist ein Roller. Das sah so aus. Und dann gucke ich ihn, aber das ist eine richtig schwere Maschine gewesen. Ja. Hast du es gehört? Das hat man bestimmt gehört. Ja. Ich hab's nicht wahrgenommen. Sieht nicht aus wie 20 oder 30 km/h. Komplett zerfetzt, das Ding. Den Typ haben sie wohl wiederbelebt bekommen. Der war tot. Ich hab den Bullen, glaube ich, gefragt, ob er es überlebt hat. Meint er erstmal ja. Na, der ist wohl hier mit dem Affenzahn hier runter. Die Maschine. Ja, typisch. Ruf und noch bei Rot wahrscheinlich. Ja. Und der Dings hier, der Bäckersohn, ist der andere. Ist der Fahrer gewesen? Golf. Hm? Ach was. Und der ist dann bei Grün los und. Und dann der Bäckersohn ist bei Grün los. Der wollte hier reinfahren. Ja, der wird ein. Der ist voll drin und dann rum. Naja, hat das Glück, dass die Fahrerseite auf der anderen Seite war, wa? Ich weiß nicht, die hat die flennt. Ich weiß nicht, ich sehe da gar nicht durch. Aber ja, meines Erachtens. Der ist fertig, der ist geschockt. Nee, sie, er ist ja im Krankenhaus. Hast du gesehen da vorne? Den Unfall? Gesehen live nicht, nee. Live nicht, nee. Nee, Gott sei Dank. Nee. Noch nicht. Was spricht man zwei Tote so? Nee. Nee, nee. Ach, waren zwei auf der Maschine? Könnte sein. Scheiße. Eine Verletzte und zwei Tote. Ich weiß nicht. Nein, nee, also. Aber sieht sehr schlimm aus, ne? Ja. Ja, wobei das Auto, ich meine, klar, wenn du da drauf knallst mit der Schwellenmaschine, das hat recht. Der Motorrad war zu schnell. Ja. Auto wollte von da, von hier. Motorrad wollte wahrscheinlich von hier so. Ne, das kommt halt nicht hin mit dem Crash. Kommt nicht hin. Wenn du das Auto siehst, ist ja vorne ziemlich, ziemlich boah, marodiert. Ist aber ich hoffe, da die kommen wieder auf die Beine. Aber welche wäre denn von Rebecca's Sohn? Ich sehe ja nicht hin oder durch, keine Ahnung, weil das Auto ist ja das eigentlich vom dieser Golf.
Der ist ja eigentlich von Beckers Sohn. Eigentlich habe ich gedacht, ist der das. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Motorrad gefahren ist. Auf keinen Fall. Das Ding ist, dass nee, sie, dass die Chefin vom Bäcker kam und meinte, es war mein Sohn. Das war mein Sohn und hat, also wurde so gestützt. Ne? Und ach du Scheiße, war. Wer denn jetzt überhaupt? Weißt du ja, Jani, die hat ja so geheult. Ich hoffe nicht, dass. Sie hat ja mehrere Söhne wahrscheinlich. Ja, ja, ist aber hier. Vielleicht war das auch einer. Na, vielleicht war das auch einer der Motorradfahrer, ihr Sohn. Das glaube ich nicht. Der Motorradfahrer war. Ein Zeuge meinte hier, der hat vorne da mit der Polizei gequatscht hier vorne. Und er meinte, er hat das gesehen, wie der Motorradfahrer hier runtergeprescht ist. Vorbei, scheißegal, an dem, da war noch hier ein DHL. Vorbeigezogen, volle Pulle. Und ich hab's aber nicht gehört. Weiß ich nicht. Ich hab nichts wahrgenommen. Weder den Aufschrei, noch das Motorrad. Das hörst du auch, wenn die laut hier vorbeifleckern. Ja. Oder so, wa? Moin. Ich rent a bike for a day. Ja. It's 8 euros for today. Okay. And how long are you open? Until 9. Until 9? Ja. Alles gut. You want one? Yeah, I guess so. Okay. So, just a minute. Yeah. Egal wer da drauf gesessen hat auf der Maschine, wenn es zwei waren. Das fährt man doch nicht so. Man fährt doch nicht so. Das ist doch eine Geschwindigkeit, so wie das Ding aussieht, ist das eine Geschwindigkeit gewesen. Der Tank abgerissen, wenn der Tank abreißt. Tank abgerissen, da ist ja alles abgerissen. Naja, aber auch der, also wie sagt der Tank, dass die Verkleidung kaputt geht, okay, mal hier, mal da, Gabel eingedrückt oder so, aber wenn der Tank rausreißt, die Batterie rausreißt, die ist ja eingebaut zwischen dem Rahmen. Ja, da muss ja. Da muss ja ganz schön gebrettert sein. Wundert mich, dass die Maschine allerdings, oder da hat er noch versucht zu bremsen, weil die Maschine ist ja nicht über das Auto geballert. Ne? Also wenn er voll frontal aufballert, klar siehst du ja, das Auto ist ja auch Matsch vorne. Also zwei Tote sind ja auch. Und dann müsste aber die Maschine übers Auto katapultiert worden sein. Das heißt, sie hat gebremst, so, eingetaucht, kurz vor eingebremst und dann zurück. Ich habe keine Ahnung, wie es am Endeffekt war. Vielleicht ist es wenigstens eine Warnung, dass die hier nicht so lang heizen können. Das machen die hier in der Birkner gerne, ne? Das ist gerade. Mit dem Moped. Machen Beschleunigungen hier. Aber wenn du einen Sozi dabei hast, so ein Risiko einzugehen, weiß ich nicht. Zwei Tote. Nein, so weit ist es noch nicht. Den haben wir vorhin mit Hubschraubern wieder weggeflogen. Mit Hubschrauber? War der hier der Hubschrauber? Ja. Echt? Der landet auf der Brücke. Auf der Brücke? Ja, das ist drin. Ach, Admiralsbrücke oder was? Ach so. Okay. Oh, unser Hut. Oh, furchtbar. Ah, mit Moped, ich weiß nicht, ob ich das so gut finde mit Leon. Ehrlich gesagt. Boah, wenn du Kinder hast, ist ja furchtbar, machst du den hohen Kopf, wa? Okay. Tut, das hängt von ihm ab. Wenn er damit vernünftig umgeht, dann kann er das machen. Ach ja, so, that's 8 euros, please. Und
erstmal. Jetzt los. Naja, nun, Verkehrsteilnehmer kann ja auch so. Der muss. Natürlich. Der darf halt nicht spielen. Aber ich halte Leon eigentlich, also grundsätzlich halte ich den für vernünftig. Ich glaube nur mit anderen höchstens, dann könnte er anfangen. Das ist schlimm, war, dass sie sich immer so beeinflussen lassen von den Spinnern oder so. Sorry, but only like okay. This. Thank you. And is it safe to let it in the street? Nothing is safe. Yeah? Nothing is nothing safe. Nothing is safe, yeah. Okay. So I don't know. I avoid it. You have, to lock it to a fixed point. And yeah, of course. That's it. On the back wheel with the central... The frame. Okay. To. That's important here, you see. Oder der Traffic Rules. Ja, wir müssen aber weiter. Yeah, it is. Yeah. The address. Na, die ist eh kaputt. Brauchst du nicht aufheben. Ist kaputt, da ist kein Wenzel oder was? That's the address. Alright. Auflegen. Okay. Perfekt. Yeah, the seat you can adjust by yourself, but I think it's maybe it's okay. I'll try. Yeah. So take care. Perfect, yeah. We'll be careful. Yeah, yeah. You see it in front. Yeah. The bad accident. The bike. Yeah. You've seen it? Not direct, but... It was in burning or...? It wasn't burning. No, no, no. But... Maybe two deaths, so no. Yeah. Two persons on a bike and one and it's not good. Yeah, it's like whoa. Yeah. So take care. Just one brake and the pedal brake, kickback brake, ah. Like coaster brake. So I don't know. Okay. That's cool. Yeah. Okay, let's go. Okay. You have to start with the front pedal, so now you brake. Yeah. Ciao. Body Count. Das neue Album von der Bürknerstraße. Gottes Willen, ey. Bürkner Cube, ja. Naja, waren ja genug Leute. Die Polizei hat mich gleich angequatscht. Was filmen sie denn da? Was filmst du da, Mann? Ja. Achso, du bist mit Kamera hin. Ja, hallo, Birner hier. Ich wollte mal fragen, habe ich was bekommen? 847. Weil die kommen doch nicht mehr hier lang. Hier ist doch abgesperrt. Hier rein zum Revier. Ja. Und andersrum ja auch. Müssen sie andersrum fahren. Puppe! Moin. Morgen. Ja, bitte. Also, bist du hier verabredet, dass wir Leon kennen? Mit einem Baby auch im Kinderwagen? 6 Monate. Ja, 6 Monate. 6 Monate ist zu früh. Okay, ja, yeah, ich verstehe. Kann man nicht vorher sitzen. So. Ja, so. Sie sitzt hier. Ja, aber im Fahrrad so. Ja. Also wäre mir zu viel Risiko. Ich weiß nicht.
Fahrt ihr zu Hause auch mit Fahrrad? Wir kommen aus Melbourne. Wir sind hier in Europa seit einem Monat. So, sie ist jetzt ein bisschen größer. Sie ist fast 7 Monate. Es ist 21. Sie wird 7 Monate. An der 21. Okay. Aber ich weiß nicht. Ja, sie ist so groß. Aber ich verstehe. Genau, wegen Kopf, wegen Rücken und so. Ja, wenn ihr hier Bordsteine und so fahrt, dann ist das nicht gut. Ja, also genau. Ihr bräuchtet so einen Kinderhänger, so einen Anhänger bräuchtet ihr? Ja. Einen Trailer? Ja. Und dann mit dieser, nicht mit Sitz, sondern mit wie so eine, oh, eine Liege. Ja. Weil das haben wir nicht. Okay, ja. Was hast du für Kinder? Wir haben nur Kindersitze. No, okay, kein Kindersitze. Kindersitze. Ja, oh, nur Sitze, naja, einfach. An der. Genau, am Bike, ja, am Fahrrad dran. Oh, ich verstehe, ja. Aber das ist nicht cool, ja. Hast du ein Fahrradfänger oder so? Nee, hab ich nicht. Cool, ich Fahrrad möchte ich nicht haben. Nein. Herr Carsten, bis dann. Ciao. Man muss allen helfen. Ich schenke sie dir. Nicht, ey. Oder schenke ich dir Capuzzi-Banner? Immer scheiß helfen. Scheiß helfen, das hilft dir doch ja auch nicht. 90. Du bist schon bei 300. Nee. 90. Nee, Sonntag gebe ich dir was. Beziehungsweise Montag. Falls ich Sonntag nicht komme. Bei 90 Euro bist du, ja. Das ist nicht gut. Ich meine. Ja, aber du kannst doch nicht rumkrepeln, wann gehst du denn nicht arbeiten, Bruder? Ja, ey, immer ohne Scheiß. Ich gehe jetzt, weil wir arbeiten. Ich muss nur mit dem Jobcenter. Alle wollen sie Geld von mir. Verstehe ich gar nicht. Mann. Mach doch mal Verträge wieder. Eine Leihstube oder sowas. Ja, habe ich ja überlegt. Wollen wir das nicht machen? Aber was soll ich denn von dem? Guck dir mal an, den armen Knopf. Der kommt ja nicht wieder mit und bringt mir Geld zurück, sondern der will ja noch mehr. Das ist ja schwierig, denn. Und was soll ich denn von ihm nehmen? Wenn ich bei ihm in eine Bude komme, da ist doch nichts drin. So ein Schwanz hat er da hängen. Meinst du? Nee, mal ohne Quatsch, was. Geh arbeiten! Ja, das hört sich abgedroschen an, aber du gehst doch arbeiten! Nee, kann ich. Na, im Moment, aber du warst doch arbeiten! Warum kriegst du denn nie Geld? Seit Jahren kriegst du kein Geld für deine Arbeit. Du gehst ja nicht arbeiten, oder was? Natürlich. Ich arbeite nicht für Geld. Aber jetzt krieg ich gleich aufgehört, weil ich kein Geld mehr gekriegt habe. Verstehst du?
Jetzt haben wir mit dem Streit. Um Geld. Ja, und bei mir kommst du einfach an und nimmst einfach so Geld. Ohne zu arbeiten, ohne alles. Ist doch scheiße. Ja, ich krieg bis jetzt krieg nichts wieder. Mein Kind schreit da drüben rum, weil Hunger hat, weißt du, hör schon, Papa, Papa. Ja, und ich muss hier mal Geld austüten. Was brauchst du denn, Bruno? 110, aber das ist dann vorbei. Ja, das ist dann vorbei, der Monat ist ja auch bald wieder vorbei. 110 Euro, ey. Dann machen wir dann jetzt am Sonntag. Ja, aber du kommst doch am Sonntag vorbei, jetzt einmal. Da ist ja dann immer noch nichts. Ich brauch das Geld. Ja, ich gebe dir noch das Geld. Versprochen. Merci. Wenn du Hilfe brauchst, dann musst du mit meinem Scheiß sein, dann helfe ich dir. Mach was aus Bauhaus holen. Okay. Das ist, ich gebe dir ja schon auch für so was, die Victor auch Geld. Ich bin doch ein ordentlicher Mensch. Warum geben dir die anderen Leute dein Kind Geld, wenn du arbeitest? Verstehst du das? Nee, versteh ich nicht. Das sind Abzieher. Danke. Okay. Und ich helfe dir, ja? Ja, danke. Soll ich dir doch dankbar sein? Hör auf, ey. Denk dran, das sind jetzt 110 Euro und. Kaffee. Ein Kaffee, aber. Kuchen. Ach, aber schon mittlerweile ist es ja fast eine Konditorei, die du kriegen musst, Mann. Ja. Machen wir. Ja, aber wirklich jetzt, Bruno, du musst dich gerade machen auch mal. Mach ich, ey, versprochen. Hier arbeiten, such dir bitte Arbeit. Mach ich. Und nicht bei deiner Familie. Nee. Da zahlt der Kinder. Such dir Arbeit irgendwo, was weiß ich. Geh zum Amt, da gibt es auch diese Tagelöhnerjob, gibt es auch wieder. Weißt du doch, kennst du. Das willst du nicht, ich sehe das dir an. Doch. Warum machst du das nicht? Ich mach das schon. Du hast keinen Bock, dass ich das sage, aber. Nee. Du brauchst doch selber, ja, dann ist doch nicht, dass du für mich das machen musst. Du musst das doch für dich, damit du nicht. Übermorgen bist du wieder hier. Nee. Ja, dann doch, hast du ja gesagt. Achso, ja, bezahlen, ja. Ja, aber wie gesagt, mach dich gerade. Danke, ja. Ja, bitte. Bis. Bitte keine Fahrräder anbringen. Nein. Keine Räder. Okay. Auch keine kleinen Klappis oder was? Mann, Bruno, Wisst ihr, ich möchte ja erstmal, dass wir hier auf Null sind. Und wenn wir auf Null sind, können wir wieder anfangen, irgendwie was geschäftlich oder so. Ich verstehe. Ja? Erstmal wieder. Okay. Danke. Ciao. Ah, ja. Frisch.
Gibt's. Ist kaputt? Er ist kaputt. Der Sitz kaputt. So. Gleichfalls.
Super. Laufradsatz hier bei, hat er gerade gesehen, hier bei vorne an der Ecke, bei der Grefestraße. Da ist ein Laufradsatz da. Bei den Laufrädern für 89 Euro. Vorne unten. Da sitzt du. So hier. So. Dann siehst du gleich aus. Dann hast du nur einen Gang. Dann funktioniert das auch. Dann hast du ein Problem mit dem Freilaufkörper nicht mehr. Ja. Und du meinst, wenn ich noch andere Fahrradläden frage, ob die kann sein, dass sie einfach haben. Nur ein gebrauchtes Buch da haben oder so, dann wird nicht günstiger. Eben, weil ich will eigentlich nichts, ich will eh alle zwei Jahre. Ja, dann bist du ja gut schon. Nee, naja. Wen würdest du denn da noch empfehlen? Die Lausitzer Straße, Regenbogenfabrik. Ja, die können wir was empfehlen. Ja, bestimmt sogar. Und ist es. Wahrscheinlich irgendein bestimmter. Ich habe es. Kann ich irgendein Foto davon machen? Was ist das? Die Brücke sein. Naja, gut, jetzt kannst du ja eh. Du läufst ja immer rum. Um die Brücke ist es ja nur rum. Und dann drinnen Lausitzer Straße und Zeller. Könntest du jetzt so machen? Sei denn, du wohnst hier. Dann machst du ein Foto vom ganzen Rad. Rennrad, Winterrad. Einfach nur Rennrad, Winterrad mit Kassette. Ja. Kassettenaufnahme. So. Kassette brauchst du nicht. Die muss ab. Und dann deine Ritze und alles wieder rum. Also dein Spacer, die Ritzel, das Ritzel und deine Decke, das musst du dann halt selber umbauen. Oder dann baue ich die oben rum, aber wie gesagt, einfach musst du teilen. Und bei eBay kann ich das nicht bestellen und dir dann bringen, dann weiß ich nicht. Da ist die Chance zu groß, dass es mir noch nicht sieht. Ich würde es mir schon angucken an deiner Stelle. Ich würde schon gerne, so weit würde ich immer gerne in der Hand haben und sehen, dass es auch gut gleich ist. Du kannst ja das Hinterrad einfach rauslegen, das ist ein Schnellspann. Dann gehst du nur mit dem Hinterrad hin. Die andere oben.
Ja, er muss, es ist Single Speed.
Alles schön.
alt. Hey, ist kaputt. Ist doch aber kaputt. Kaputt, kaputt, kaputt. Ja, bis später.
Entscheiden. Ja, entscheiden.
Thompson Lee. Was up, Digga? Es geht nicht. Da fehlt was. Thank you.
was soll ich jetzt machen? So.
sehr, sehr wenige. Sehr wenige, ne? Oder mal in. Ja, es sind immer noch ein paar, deswegen gibt es keine mehr zu bekommen. Ja. Allerdings bin ich ja nicht mit dem Fahrrad unterwegs und merke, dass ihre Anhänger natürlich als eine Achse immer dann natürlich umziehen würden. Es gibt keinen mit zwei Achsen, oder? Ist ja doch okay, oder? Gesagt, ja,
Thank you.
yabancı. Şimdi sert bir sezdikleri zaman psikolojik bir baskı var. Değil mi? Değil mi? Ja, ja, ich weiß. Verstehe. Käppchen und gut. Haben wir doch schon zu viel gemacht. Mann, Mann, Mann. Gang sind sehr und Tür.
Was? Komplett? Aufbauen. Zorro. Weil jetzt auf jeden Fall nicht so viel Zeit auf dem Arbeitsweg. Sind wir eine Stunde am Tag? Das ist schon Kopf zum Kotzen. Leute, als ich in Düsseldorf war, sind teilweise Leute aus Köln gependelt. Ja. Dann sitzt du da zwei Stunden am Tag. Düsseldorf, ja. Als ich in der Lehre gegangen bin, bin ich 3 Stunden hin und 3 Stunden zurückgefahren. Ja. Das war jeden Tag. Das tut weh. Jeden Tag. 3 Stunden hin, 3 Stunden zurück. Da war ich ja schon mal weg. 3 Stunden, 3 Stunden. Ja. Wo war das denn? Hohenschöpping habe ich gelernt. Ich bin aus Friedrichshagen gekommen. Damals waren die S-Bahn-Verbindung hat noch nicht existiert hinter Zegel. Die waren noch zwischen Osten und West-Berlin noch im Trend gewesen. Und da konntest du nicht direkt durchfahren. Heutzutage fährst du 1 Stunde 20 Minuten. Immer noch viel. Immer noch viel. Also wenn man so ist, ich hatte eben damals schon eine eigene Wohnung und wollte ihn natürlich nicht aufgeben, bloß um da in so ein Lehrlingswohnheim zu ziehen. Das ist ja Quatsch, das wollte ich nie machen. Na gut, jetzt haben wir jetzt ein Gameboy oder so. Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich nie machen. Eine Zeitung. Cool. Darf ich mal ganz kurz ausprobieren? Ja. Was sind das eigentlich für Dinger? Wird Emmy gerade eine Zeit? Wieso denn nicht? Soll ich den eigentlich runternehmen? Kannst du gerne tun, wenn du. Ich hab vollstes Vertrauen. Ich bin gespannt, ob du die Technik verstehst. Vielleicht kommst du. Ja, ich teste. Was sind das für Dinger? Ist das spezial, irgendwas Nostalgie oder was? Ja, das sind alte BMX-Räder. Weil er irgendwie meint, sie sind mega teuer. Hat er recht. Ja, nicht schlecht. Jo, Ich hoffe, das wird schon gehen. Ich soll ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu schräg werde. Auch cool, dass er hier noch so die vierte Wand hat. Ja, dann würde ich morgen um 10 kommen. Jo. Kann ich den in irgendeiner Weise reservieren? Dass der ja, ist, dann ist er da. Da ist er da. Ja. Wenn du sagst, du willst ihn haben, dann kommst du morgen. Dann kommen wir um 1 wieder. Jo. Ja, geil. Okay, 15 Uhr. Genau. Alles klar, dann bin ich morgen wieder da. Alles okay. Klar. Vielen Dank. Danke. Bis morgen. Bis dann. Ciao. Was mit der Kette? Echt? Wieso denn das? Ach Mensch, nehm mal her. Ich wollte es ja auch haben. Macht auch Sinn. Man muss halt immer die Funktionalität über den
über den Style die Optik stellen, oder? Das ist doch hier das gleiche bei dem, das ist doch rein Optik sowas. Aber so, ich weiß gar nicht, warum das so viel anders ist. Guck mal, wie schief der Rahmen ist. Ey. Ist das schief? Das ist so billig immer alle Dinge. Was meinst du? Der Rahmen. Du meinst das schief? Naja, ich schraub das hier fest und muss drunter drücken, damit es gerade wird. Okay. Woran liegt das? Am schiefen Ausfallränder. Unfallrahmen oder was? Klemmer, so du einfach. Warum? Na, sowas halt nicht. Machst du mal wieder so, wenn ich. Aber wovor hast du gerade Angst? Ja, vor dem. Sag! Aber jetzt hört man sich ja tot. Wie meinst du das? Keine Ahnung, so wie ich mal sage, tot fahren. Zu schnell oder was? Oder fällt jetzt das Hinterrad ab, wenn ich fahre? Probier's doch mal aus. Nee, sowas kann ich nicht, halt nicht lernen. Ist doch fest drin, oder nicht? Ja. Sag, was du mit Angst meinst. Nicht. Dass wir sie tot hören. Ich finde das Ding hier auch scheiße. Aber was meinst du mit Todfahren? Also, weil ich fahre wie ein Bekloppter oder fällt mir der Reifen jetzt raus? Okay. Woher soll ich das wissen, was in Zukunft passiert? Du hast irgendwas gehört, das dir nicht gefällt. Oder gesehen. Naja, knackt halt so komisch. Was knackt? Ach, weiß ich nicht, keine Ahnung. Muss die Röntgenanalyse machen. Hä? Muss ich das mal erklären? Das kann ich nicht erklären. Na, so läuft's ja. Ist doch alles gut. Tritt da mal richtig rein. Tritt mal richtig rein. Naja, nicht hier. Drauf, setzen, los. Richtig rein. Und los, rein. Keine Angst mehr. Sieht halt scheiße aus. Ja. Sieht scheiße aus. Sieht scheiße aus. Warum? Weiß ich nicht mehr. Komfort hier. Da, Komfort. Wunderbar. Das sieht scheiße aus. Komfort findet er scheiße. Ey. Warum? Was ist denn überhaupt nicht anders? Vor allem total.
total geil, wie das korrespondiert mit dem Specialized-Schriftzug. Also das fällt noch nicht mal groß auf bei dem Rad. Weil das eben auch silber-schwarz ist, oder? Ja, aber diese, allein das Profil. Aha! Egal. Ja, was hast du denn? Bist du Architekt oder was? Ich bin Landschaftsplaner. Ja, ich bin Husky. Ja, wahrscheinlich gewöhnt man sich dran. Aber findest du nicht mit denen sieht aus wie ein Rennrad und mit denen sieht es aus wie ein x-beliebiges Kackfahrrad? Ja, na schön. Was hast du davon, wenn es aussieht wie ein Rennrad? Willst du da eine Wand hin? Ja. Das ist dein Mann, ne? Ja. wie zahlen wir denn hier? Kann man mit Karte zahlen? Nee. Das ist mir so wild. Was kriegst du? Halt vergessen. Montage? 56. Immer so eine Mondpreise. Das ist besser, also. Und dann sieht es auch noch scheiße aus, ey. Du hast es dir doch vorher angeguckt. Naja, ich stelle den Reifen nicht her. Aber ich bin zufrieden mit dem Reifen. Ich hab den bei den ganzen Mieträdern überall drauf. Muss ich sagen, bin ich zufrieden. Und ich finde es gar nicht schlecht, dass das mal ein Pannenreifen ist, den es mit ein bisschen Profil auch in der Rennradgröße gibt. Ganz ehrlich. Ja, weil diese glatten, was hast du von diesen glatten Pellen? Ja, weiß ich ja auch. Mit Pannenschutz. Hi. Ja, moin. Bist du hier ein Ansprechpartner? Kommt drauf an, um was es geht. Pass mal auf, wir brauchen meine professionelle Meinung. Ja, die kriegt er von mir bestimmt nicht. Von wem kriegen wir die denn? Das weiß ich nicht. Aber arbeitest du hier? Ja. Dann bist du unser Ansprechpartner. So sieht's aus. Pass mal auf, wir wollten den Lenker gern drehen. Und normalerweise nimmt man ja diesen Bolzen raus, kloppt unten diesen Stift locker und dreht dann im Prinzip den kompletten Lenker mitsamt Vorbau. Warum das? Warum das? Warum zum Transportieren. Es geht um Transport. Achso, wer piept denn hier? Wer fliegt da in die Luft? Das ist ja unglaublich. In diesen Zeiten darfst du nicht so piepen. Okay. Wenn du so durchs Flughafengebäude läufst, dann wirst du gleich. Schon, bevor du dann wirst du gleich in die Luft gesprengt, freiwillig. Ja, geh mal los. Bis dann. Nur zum Transport. Richtig. Ja. Ja, dann mach mal. Ja, das haben wir gerade gemacht. Jetzt ist das Problem. Achso, habt ihr nicht gemacht? Ja, doch, haben wir gerade gemacht. Das Problem, wo ich jetzt mein Latein am Ende ist, der schwarze Part hier oben, der dreht sich auf dem silbernen Stift. Oh, das ist schlecht. Das ist scheiße, ne? Ist im Arsch. Das Ding ist festgerostet, sage ich, und das hier oben ist, haben wir mit Gewalt jetzt so weit locker gekriegt, dass man es nicht mehr festzieht. Also ist im Prinzip der ganze Vorbau im Arsch. Das heißt, rauskloppen, anderen rein. Wenn es denn da ist, am Bestimmungsort, ja. Hast du sowas gebraucht von irgendeiner anderen Kiste? Vielleicht. Da, zum Vorbau? Kriegt der den denn noch raus? Das werden wir danach besprechen. Na, wo ist denn das alles hin? Was meinst du denn das alles? Das ist doch alles noch drin. Ja, wir haben es wieder zugezogen. Aber das Ding ist, guck mal, du kannst es hier oben. Das dreht sich und das ist auch gekommen. Du hast ein Stück rausgedreht und dann. Ich habe das rausgekommen bis hier, wenn wir den Hammer drauf gehauen, dann das gleich. Und der löst sich schon. Der war gelöst. Also ja, das ist die Frage, ob der gelöst war. Wenn du hier oben drauf haust und im Prinzip der ganze Stift da oben durchrutscht, heißt es ja automatisch. Ja, das ist ja eben. Genau. Ist, was halt festgegammelt ist, wenn man hier den Steuerganz ein bisschen aufschraubt, ist einfach das Loch ist wahrscheinlich im Schaft festgegammelt. Ja, das hilft nicht. Das haben wir jetzt auch schon können. Wochenlang einlegen, genau. Man muss das ja auch rauskriegen, irgendwie. Das sind die Fragen. Okay, rauskriegen ist das eine, ersetzen ist das andere. Das ist doch ein Traum. Jetzt als ich halt. Jetzt fuck. Okay. So basically Black Park, dann schon null. Aber this? Yeah. This is so rusty that it doesn't move anymore. Mm-hmm. And with lots of this and lots of time, there's a chance of making it moody. Okay. And then the entire part needs to be replaced okay. by one that is not packed here. And now he's listening to this job some second hand from here, but then still the question is how to replace it. And yeah, we're asking him to come back to the issue. Neu. Neu. Das ist ein neues, so im preislichen Rahmen. Und das ist dann auch wieder zurückteilig, aber das neue ist. Ja, mit Fettsatz kann ich auch eigentlich. Ja, das
mal vergessen. Das hat man mit Fans eingesetzt vor 50 Jahren. Nicht ganz, aber wie gesagt, das wächst sich aus. Also ab und zu sollte man auch die Dinger bewegen. Ausnehmen. Traust du dir zu, sowas zu machen? Nee, mach ich nicht. Hast du keinen Bock drauf, um so eine Postarbeit? Das Problem ist, es dauert zu lange und ich könnte gar nicht berechnen. Und wenn ich das dann berechne am Ende nach der Zeit, dann ist das auch zu lange gedauert. Okay, und wo gehe ich mit dem Mitte 40 rein? Alle öffnen oben an der Seite und runter und unten. Empfehlung von unten. Cool. Schon mal Vorderrad ausbauen, Schutzblech abbauen, Lampe ab, Stück raus. Den Fotos unten rausfallen lassen, dann kriegt das Feld da unten durch. Ja. Weil erst dann kannst du wirklich den durchschlagen. Dann flutest du es aber von unten. Ach, dann klopfe ich es raus von unten. Klopfst du von unten raus. Aber der Kohle muss vorher weg. Ja, das hat keinen Sinn. Du kannst es nicht nach unten treiben, das funktioniert nicht, weil meistens ist es unten dicker. Wenn du Glück hast, fällt der Kohle unten raus. Wenn nicht, dann hast du einfach totale Pech gehabt. Dann kannst du nur das hier oben abdecken. Nee, nicht abdecken. Nur den nicht abdecken. Hier oben reinspannen, richtig in den Schraubstock, weil hier ist ja wie so ein Tropfen drin. Ne? Ja. Also es ist ja verfüllt, sozusagen. Ja. So dass das Licht flach wird, sozusagen. Beim Schraubstock einspannen und dann füllen. Ah, okay, verstehe. Also die Gabel bewegen. Wenn du Glück hast, funktioniert. Wenn ja nicht funktioniert, dann abflexen und Gabel. Nee, Gabel weg, nö. Das Ding, nö. Also Gabel und das Teil ersetzen. Naja, das ist viel zu weit. Also die Gabel ist ja nicht so teuer. Das ist die Arbeit. Nee, aber das Problem ist dann die Arbeit. Und dann sitzt man hier und zwei, drei Stunden, ja, dann bist du schon bei 100 Euro. Ja, und irgendwann ist das Rad kostet neu. Ja, ist schon klar. Dritte, vierte, fünfte Generation danach. 380 Euro. Und das hat damals. Ey, das ist ja BBE und das ist ja BBF. Also ja, das gleiche. It's the same bike. Okay, that would be the replace part. Yeah. But here was you. But I understood. Yeah. But he doesn't want to do it because it's too expensive. And then he wouldn't be able to charge it because it costs 100 euros. I can do it for myself, so on my own bike. Yeah. I understand. Ich hab mich nicht selbst zu bezahlen. Schon klar. But I understood the theory of how to get it out. Yeah. And I assume because you want to do it just with the bike and don't want to buy a new bike. We have to do it now, or at some point, right? Whatever. Because you can't drive there, you can't drive out of this. Oder? Damit kannst du es mehr umfahren, oder so, aber das ist gefährlich. Das könnte man ja noch machen. Wieso nicht? Nee, das ist schon die Fake Show, ja. Sinnvoll ist die Variante. If it goes smooth, it's easy. It's maybe 1 hour work. If it doesn't go smooth, it's like today 1 hour, tomorrow 1 hour, Monday 1 hour until it's the show. So the longest time I have this problem is for 1 week. Yep. And then it's the worst case scenario. But it's a it was a very very expensive train. Hast du viel Material, bis hier ungefähr, also so viel doppelt, ja. Also kannst du es in den Schraubstock wirklich fest einspannen, richtig reinbolzen und dann Rad raus natürlich, also verkehrt rum drin, Rad raus und dann mit einem Balken, der in etwa so breit ist, wie die Gabel reingeht und so weit oben wie möglich bitte, dass die Gabel nicht verdreht. Wenn du die dann am Ende doch verdreht hast, dann sitzen so die Sachen. Das einzige Problem ist der Schraubstock. Okay. I have an idea. There is the Selbsthilfewerkstatt opposite of our office. Exactly. They at least have the equipment right there. They don't really have that equipment. So how do you do that? Well, the main question is... Yeah, let's talk about... Okay. And then we have to flood it from underneath. Okay. And then we have to somehow with a
gekuschelt vom Downside. Das ist nicht even worse. Ich bin super rusty weird. Kann natürlich auch sein, dass das Einspannen einmal klappt und dann löst sich das von dir. Weil du siehst ja, wie lange es ist, also kannst du ja ungefähr ausmalen, wie weit du drinstecken kannst. Wenn du jetzt schon vorne schon gespült hast und vielleicht das nochmal über Nacht auf den Kopf stellst und unten in das Kabelrohr reinsprühst, dann stehen wir es. Ich krieg das schon raus. Ja, immer einspannen und dann. You said it's very easy, but. Maybe. Habt ihr schon gecached hier euch? Ja, das heißt okay, gut. Super, dann danke für das Tutorial. Danke für ja, kannst du mal so ein YouTube-Tutorial machen? Die Kamera liegt ja hier irgendwo rum. Ne? Ja, genau, YouTube-Fahrradsalon haben wir doch alle schon da. Wie baue ich diesen rostigen Scheiß aus? YouTube-Fahrradsalon, genau. Da kannst du noch mal eins machen. Ja, macht sie dann. Ja, oder sie. I can take it back. Is that what she said? No, I said I can take it back. Alright, danke dir. Okay, bitte. Viel Erfolg. Ciao. Ciao, ciao. So. Ich bin ja auch so gespannt.
finde das interessant. Jetzt noch nur aus den Schlüsseln hier bei. Gott sei Dank. Was kriegst du denn? Na gut, das war jetzt das Update. Jetzt hat es Bremsen auch noch. Jetzt muss es 350 kosten. Gebrauchte Bremsen, neue Bremsbeläge, neue Bremszüge, fertig. Mir mal ein paar Sauerstoffs besorgen.